Hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, zu Bioshock Infinite. Gorilla Etsy, Episode 2. Ich freue mich echt wahnsinnig. Hey. Ich spiele mit Elisabeth. Haben rausgefunden, sie ist gestorben. Und dennoch ist sie da, lebend. Aber keine Ahnung, was jetzt los ist. Wir öffnen die Tür. Lutessa's warned me that if I came back here, I would collapse. Collapse? From a quantum superposition to just me. Quantum what? I've changed, Booker. No tears, no cosmic knowledge. Just a normal girl. With a normal pinky. If I can't open tears, I'm never leaving here, am I? I'm never going back to Paris. You're just the fragments of my memory telling me what my future holds? You decided to come here, Elizabeth. You knew what that meant. Only option, as I see it, is to trust yourself. Find Su Chaw. Wir sollen Sujong finden. Da machen wir das. Hebel ziehen. Und ab geht's nach unten. Ja, und ich muss dazu sagen, die Grafik wurde nochmal ordentlich bis zum letzten Anschlag aufgebohrt. Und das merkt man auch. Oder fällt euch das nicht auf, dass die Grafik etwas besser ist als bei der Episode 2 und generell bei Bioshock Infinite? Oder es liegt einfach nur daran, dass der Sonnenschein drauf fiel und das besser aussah. Aber dennoch ist Bioshock Infinite, Gorilla RC, Episode 2 ein richtig cooles Spiel. Finde Su Chaw. Und das ist die neue Fähigkeit. Können in Stealth gehen. Gibt es hier sonst noch was? Ein Besen, Sachen zum sauber machen. Okay, und das ist unsere neue Fähigkeit. Ich denke, ich muss diesen Airgrabber benutzen. Das wird messy, ich weiß nicht. Ein Blow to the back of his head will serve just as well. Be a hell of a lot quieter, too. Und das ist nicht, was du would have done. Just because your father did something one way, doesn't mean you have to. These new songs, they're real personal to me. They're like love letters, straight from my heart. Ah, guck mal. Der macht das sich frisch. Ja, es gibt noch eine Nachricht, und zwar International Games hat ja geschlossen. Und ja, und das ist so die Hommage, das letzte Spiel von ihnen. Und ja, der Chef meint, er wollte was Neueres machen, etwas Kleineres, meine ich. Ja, und ich finde es ein bisschen schade. Ich hoffe, 2K macht hier weiter und löst dieses kleine Problem. Und jetzt schlagen wir ihn. He's not getting up anytime soon. And what with his head all attached to his body? From here on, it's only gonna get worse. And how much worse is up to you. Sieht der eklig aus. Ein dreckiger Splicer. Children, the clay, Bradburn. It's up to us to see they become Grecian urns. Don't return. Den müssen wir auch niederschlagen. Bevor ich das mache, muss ich kurz was schauen. Ich hatte das doch auf E gestellt, den Nahkampf. Auf E. Nahkampf Q. Plasmid-Menü. Ach, E war... Okay, dann mache ich das wieder auf E.
auf E und das Plasmid-Menü auf Q. Ja, und das löschen wir einfach. Und jetzt haben wir Hineintasten ausgewählt. Okay, jetzt mit E. Ist das leise anschleichen. Und bam, voll gegen Kopf, ey. Wir haben einen Lockpick gefunden. Ich kann mir hier mal schneller rumlaufen. Ich wollte mal die Halle zeigen. So sieht das hier aus. Richtig cool gemacht. Ah, hier haben wir noch was. Was ist hier? Da habe ich letztens auch nicht. Luftschacht steigen. Was das sein soll, weiß ich noch nicht. Wir knacken aber jetzt das Schloss. Lockpicking can be easy with the right tools and know-how. Use your lockpick to probe a pin. A neutral pin will open the door. A blue pin will open the door and knock free a noisemaker. A red pin will open the door, but also sound an alarm. Okay, also habt ihr verstanden? Simple enough, just a six-pin tumbler. But there's an alarm. I could come in handy. Jetzt lernen wir Schlösser knacken, wie Elisabeth es machte. Dann müssen wir nicht die F-Taste drücken. Wir dürfen keinen roten erwischen, wir dürfen nur einen blauen und neutralen erwischen. Wir nehmen den Erste-Hilfe-Kasten und drücken B. Ah. Süßigkeiten-Schachtel. Gucken wir uns mal den Film an. Is it my right to buy candy if I see fit? No, says Peter the Parasite. You must only buy fruits and vegetables. Ah, die Früchte. If I can afford to see the doctor, is it my concern that others cannot? No, says the damnable Parasite. We must all crowd our way into the physician's office. Ryan the Lion says. Chew on that, you parasite. Ja, und so besiegt man Parasiten mit einem Löwen, der sie auseinandernimmt. Genau, was ich noch sagen wollte, auch die erste Episode habe ich gemacht als LP. Könnt ihr euch auch angucken. Playliste werde ich auf jeden Fall verlinken. Und hier ist auch noch so eine Szene mit dem Bären. Doors, they're cracking open. My memories of the future and somewhere I'm going to go. You sure it's your future you're looking at? If not mine, then whose? Das sind Pfeile. Warum sind sie nicht so verbogen? Ist ja klar, wenn du das Holz reinhaust, ein Eisenpfeil verbiegt er irgendwann. Und hier ist eine Armbrust. It's a crossbow. Looks like the bolt delivers some kind of sleep agent. Probably phencyclidine or sodium thiopental. They had all kinds of books in my tower. How do you think I always knew what ammo to toss you? Knowing ain't the same as being ready. Why don't you ask Comstock how ready I was? Your father's blood runs in your veins, but it doesn't have to be on your hands. And what does it's up to you. Mm-hmm. Those who cannot create will always steal from those who do. Was ich dazu sagen muss noch, ich spiele auf den Schwierigkeitsgrad schwer. Das heißt, das Spiel ist nicht einfach, es fordert mich. Alright, boys and girls. What does Ryan the Lion tell us about the tragedy of the commons? Blinkender
Die haben wir auch noch erledigt. Jetzt können wir uns hier besser umgucken. Also hier muss irgendwo noch Munition sein, das weiß ich noch. Aber was bringt das in Luftschacht zu steigen? Da war noch was. Waffe wechseln, scrollen. Und halte scrollen gedrückt. Ah, lecker. Vergammeltes Obst, Gemüse. Das ist hier so eine Art Wirtschaft. Also ich finde die Atmosphäre ist hier deutlich gruseliger. Wir machen da Feuer im Ofen. Es ist ein Ofen und... Ja, Ofen kann man ja auch Feuer machen, oder? Theoretisch. Stimmt ja. Also diese Geräusche, die machen einen fertig. Das ist fast so gruselig wie in Bioshock 1. Das habe ich auch nicht gesehen letztens. Kommt jetzt durch oder nicht? Verdammt. Er kommt sogar rein. Er kam sogar rein. Das erste Mal habe ich nicht gefällt. Okay. Erstmal alles durchsuchen hier. Munition gefunden. Ist ein bisschen ruhiger als sonst. Hier ein bisschen Geld gefunden. Schauen wir hier. Ah, Betäubungsmunition. Die brauchen wir auf jeden Fall. Das können wir schon mal öffnen. Boah, diese Geräusche. Wir machen einen fertig. Wir brauchen jedes Geld, was wir kriegen können. Deswegen klauen wir hier alles zusammen. Boah, diese Atmosphäre ist echt bedrückend. Die macht einen psychisch fertig. Es ist fast so ähnlich wie in Bioshock 1, die Atmosphäre. Die ist hundertprozentig identisch. Und ich komme wesentlich schneller voran, als ich gedacht habe. Weil ich ja schon das meiste kenne. Zigaretten lassen wir leider liegen. Rauchen ist nicht so meins. Ich hasse Rauchen. Das stinkt. Genau. Und hier ist nochmal aufgelistet, wer ja die Ratte ist und wer Tür öffnen. Look, Suchong, that's the name you had me tell Atlas. Huh. I don't follow. Looks like this character Suchong has taken over the Silverfin Restaurant. That's where the tear was that I used when I first came to Rapture looking for Comstock. Before this place was turned into a prison. But the first time you came to Rapture was in 1960, with Booker. When you drowned some... Over a year from now. Yeah, that's right. When I could see all the doors, it all made sense, but now... Now it's just a jumble. Elizabeth, you're bleeding. Now I know what it feels like. All right, if we're gonna find Suchong, the Silverfin is the place to start. I know the way. Ja, und jetzt kaufen wir uns erstmal. Begib dich zum Restaurant, Silverfin. Das ist unsere nächste Aufgabe. Und zwar muss ich noch ein bisschen... Oh, scheiße, das reicht noch nicht. Können schon mal gucken, was es so für Sachen gibt. Lockpick.
Also es gibt nur drei Waffen, glaube ich, im Spiel. Oder kommen vielleicht später noch mehr dazu. Kann man leider nicht kaufen. Und wir gucken einmal hier rein. Gibt es etwas Interessantes zu sehen? Are you in the know? There has been a lot of idle talk from gadflies and naysayers following the nationalization of Fontaine Futuristics. I believe in free men and free markets. But I also believe in my city. And Frank Fontaine's purpose was nothing less than the destruction of Rapture. It was he who gave comfort to the laggards and layabouts. It was he who coddled the tramps and vagabonds. Fontaine was poisoning the people of Rapture. But his venom wasn't made of arsenic or strychnine, no. It was concocted from something far deadlier. It was brewed from altruism. Now you know. Jetzt wissen wir Bescheid. Selbstlosigkeit. Mal kurz nachladen. Jetzt haben wir 6 Kugeln im Lauf und... So, wo müssen wir jetzt hin? Da müssen wir hin. Aber wir gehen hier lang. Ah. Appetit vor Sinn. Habe ich das jetzt richtig gesehen? Achso. Der Big Daddy. Aha. Dann heben wir die Tür mal an. Jetzt geht's ab in den Porno-Shop. Mit Pornomagazin. Hier die Pornomagazine. Na? Wisst ihr Bescheid? Da Lauf gepasst. Jetzt könnt ihr noch was lernen. Nein. Weiß nicht. Den brauchen wir jetzt, den Lockpick. Ah, hier ist auch noch was. Dear Madam, I have received your letter regarding our new line of Peeping Tom plasmids and wish to respond thusly. Tough luck. This is Rapture, miss. What my customers do with my product is their business. If you are feeling uncomfortable, you are more than welcome to line the walls of your home in lead. If you wish, I could direct you to a reputable supplier. Ah, da hätten wir noch mal Geld gefunden, wenn wir welches gebraucht hätten. Und jetzt können wir hier aufknacken. Und wir dürfen halt, ich weiß nicht, was passiert, wenn wir nicht treffen oder gar nichts machen. Ob wir dann da noch was kriegen. Ah. Hey, there you are. How many times have I asked Antonio for lockers with actual locks on them? I come back from lunch and the ensemble I just bought is gone. Stolen! But here's what takes the cake. The thief left an outfit in exchange. At first I was gonna toss that thing. But then, I kind of fell in love with it. It's an old-timey number with a corset, no less. It ain't exactly today's fashion, but I'm a girl who can tell good craftsmanship when she sees it. Das ist unser Kleid. Aber wir haben es auf was anderes abgesehen. Ich habe mir schon die Eve-Kraft gesehen, die ist nämlich hier. Der Spanner. Da können wir richtig spannen. Guck zu. Disappear from sight, see through walls, and sneak up on your foes. So, Spanner ist eine Fähigkeit, mit der man eben spannen kann. Use this plasmid and see them through the walls or
Worst comes to worst, turn completely invisible and get the drop on them. Rechte Maustaste, wenn ich still stehe. Personally, I've been on something of a hiatus. Dürfen die nicht verbrauchen, nicht Kraft. Müssen hier raus. Verdammt, der hat uns gesehen. Wir warten, bis er kommt und überwältigen ihn. Dein Freund wird auch dran glauben. Was steht da? Hoffentlich schöpft er keinen Verdacht, wenn er da liegt. Aber die sind ja meistens so dumm. Er ist abgelenkt von einem Pornomagazin. Den haben wir auch locker überwältigt. Jetzt haben wir ordentlich Geld. Before, when you said you were in Paris. It wasn't really Paris. It was more the world as I want to see it. I suppose I wasn't really happy there. We'd all be better off, Ustowitz, if we could leave well enough alone. Mhm. Ja, so sieht. Da haben wir auch noch eins. Gucken noch mal hier rein. Es geht um Sex. Wissen Sie Bescheid? Human reproduction is vitally important to society, but there is no reason that the act of copulation cannot be pleasurable as well. Remember these tips. Sex is egotistical. Without self-esteem, those participating in coitus are revealed to be fraudulent, hypocritical animals. Ego is indispensable in the bedroom. Negotiate with your mate. Intercourse can be mutually beneficial to both parties. Set out expectations with your partner beforehand, outlining the services you will provide one another, and hold them to their side of the deal. Never forget, oral contracts and handshake deals are for starry-eyed gigolos. Always get it in writing. Your pleasure is your business. Remember, you come first. Nobody's going to keep an eye on your pleasure except you. Don't be left high and dry. Armed with this knowledge, go forth now and enjoy Sexual Congress the Rapture Way. Genau. Da habt ihr nochmal. You know. Ja, jetzt wissen wir Bescheid. Auch ihr wisst Bescheid. Ich will dich so überwältigen. Ja, Mann, die haben es gerade noch so geschafft. Der hat mich gerade Verdacht geschöpft. Ich wollte keinen Fall verschwenden. Denn jetzt können wir Lockpicks kaufen. Dabei habe ich 3. Okay, man kann nur 4 mitnehmen. Dann kaufen wir nochmal jetzt noch für Revolver und. Achso, ja, sinnvoll. So, jetzt haben wir, glaube ich. Wir können neue Munition mitnehmen. Wo geht's lang? Jetzt geht's hier lang. Nachdem wir im Sexshop waren, also hier hinten, und uns Spanner geholt haben, also nicht ein Spanner als Mann, sondern halt eine Fähigkeit. Da kann man durch die Wände gucken und sehen, wo die Gegner langlaufen und so besser einplanen, wie man laufen soll. Ja, und jetzt machen wir die Tür auf. Und da geht's weiter. Fontaines. Genau, auf das habe ich gewartet. Profil speichern. Und ja. Bis zum nächsten Mal.